Wachtelblock 13 – Neue Einrichtung. Herzlich willkommen zum Wachtelblock 13, in dem es um neue Einrichtung geht. Im Speziellen um den Satsuki Tower. Da steht er. Auch wenn man es anders ausspricht, sieh es mir bitte nach. Satsuki Tower hört sich einfach viel cooler an. Und ich habe da irgendwie mit der Betonung so ein kleines Problem. Ich glaube, Satsuki spricht man es aus. Satsuki hatte mal so in den Raum gestellt, Mensch, Wachteln sind neugierig und gucken gern auch mal raus. Und ich könnte doch eine Erhöhung, eine Anhöhe bauen, errichten vor diesem Luftloch, vor diesem Gitter. Und ja, da habe ich mir gerade eben gedacht, Mensch, so verkehrt ist das gar nicht. Ich habe geschaut, was ich so rumliegen hatte. Einiges an Holz, geschält und ungeschält. Ein paar Bretter oder ein Brett, das ich dann in zwei Teile geschnitten habe. Ja, dieses weiße Teil hat meine Frau mir vor kurzem hingestellt. Das ist vom Babybett. Passt zwar jetzt optisch nicht so ganz super, aber traditionelles und modernes ist gar nicht verkehrt. Und dann habe ich diese Erhöhung errichtet. Und ihr seht, die wird hier von den Damen eigentlich schon so in Augenschein genommen und begutachtet. Viele Picken und Scharren unten drunter. Das liegt übrigens daran, dass ich an der Stelle natürlich diese Beine unten auf den Betonboden gestellt habe. Das heißt, ich habe erstmal die Einstreu rausgeholt. Und demzufolge ist das unterste gerade oben. Und das ist hier natürlich ein Highlight. Und auch gerade, wo ich es mir anschauen konnte, es ist trocken. Da ist kein Schimmel, kein Vergang. Es stinkt nicht. Es ist sehr schön feinkrümlig geworden. Das ist das, was für die Wachteln jetzt hier das Interessante ist. Da wird halt gepickt und geschaut. Und ob sie was finden oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ja, das nur so am Rande. Aber ihr seht, da laufen die Damen schon mal drunter und sie laufen davor und schauen sich das an mit der Rampe. Und für mich ist es auch gleich nochmal so ein schöner Versuch oder die Möglichkeit zu beobachten, ob Wachteln diese Rampe laufen oder nicht. Ich habe vor kurzem gerade wieder ein Video gesehen, wo Wachteln eine Rampe sehr ausgiebig genutzt haben. sie schauen ja auch. Ich habe extra diese Stöcker dort draufgeschraubt auf das Brett, damit sie ein bisschen Halt für die Füße haben, für die Krallen. Und ja, wir werden einfach mal gucken, wie sie es annehmen, ob sich dann irgendwann die Wachteln oben auf der Plattform vom Satsuki Tower tummeln. Vielleicht mache ich sogar noch ein kleines Schild fertig, das ich anhänge. Und ja, dann hat hier jemand ein kleines Denkmal bekommen für sehr viele und ausführliche Kommentare und eine offenbar super Wachtelhaltung. Habt ihr gerade gesehen, dass die eine Dame die ersten Schritte schon gemacht hat auf der Rampe? Jetzt geht es natürlich dann irgendwann mal rauszukriegen für die Wachtelhennen, was sie dort oben erwartet. Ich denke, wenn sie das einmal begriffen haben, dass sie da oben auch durch das Gitter hinausschauen können, dann wird es da schon ein entsprechendes Gedränge geben. Ja, ihr seht also, aus Restern irgendwas zusammenzimmern geht immer. Kann ich euch auch nur nahelegen. Ich empfehle ja immer wieder möglichst viele Verstecke, verschiedene Landmarken. Und ja, sowas bietet sich halt an. Es nimmt nicht viel Platz weg. Im Gegenteil, die Wachteln haben darunter jetzt noch einen extra Unterschlupf. Im Zweifel haben sie halt auch die Möglichkeit, sich oben da drauf zu setzen, zu beobachten. Und ich werde das beobachten. Hin und wieder werdet ihr dieses Teil in den Videos sehen, die ich hier im Stall mache. Und dann werden wir bestimmt auch erleben, dass die Wachteln oben aufsitzen. Jetzt ist es natürlich was Neues und ich mache mir da keine Sorgen. Sie werden die Rampe nutzen und die Aussicht genießen vom Satsuki Tower. Das war's von mir. Wachtelblock Nummer 13 ist damit vorbei. Baut Verstecke, baut verschiedene Verstecke, nutzt Reste und
Ich sage dann nur noch bis zum nächsten Mal.